Folge Nummer 10 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind in der Region, die wir selber kreiert haben, Berchtesgadener Land. Ja, wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier noch ein Wasserproblem, das hatten wir letztes Mal auch angesprochen. Da wollen wir uns kümmern, dass da eine Wasserleitung noch hinkommt. Ja, machen wir erstmal nur Wasserleitung. Wie ist denn das mit Wärme? Na, die ist hier oben nur, okay. Schauen wir mal, dass wir das mit dem warmen Wasser, kaltes Wasser erstmal machen. Dafür müssten wir allerdings die Leitung ja hier hinlegen. Ist ja auch doof, ne? Könnten das jetzt nur so ein bisschen nach hier in diese Richtung setzen, damit die Wasser kriegen, oder? Weil wir kein weiteres Land haben. Reicht das so? Reicht wohl so. Okay, dann haben die Wasser. Müssen wir mal schauen, wie geht's weiter, ist die Frage. Ne? Wir können ja mal einmal hier kurz Strom gucken. Strom hatten wir letztes Mal noch ein Kraftwerk da ins Wasser gesetzt. So eine Windturbine, die ist auch aktiv am Arbeiten. Wasserversorgung ist gut, Abwasser ist ein bisschen schlechter. Müllprobleme sehen wir eher weniger. Das funktioniert alles. Da ist ein abgebranntes Haus. Da oben gibt es ein Müllproblem tatsächlich, aber das liegt daran, dass die von auswärts natürlich nicht dahin fahren, ne? Jetzt wüsste ich aber auch nicht, wie wir das dahin kriegen, dass da der Müll abgeholt werden könnte. Das geht schlecht wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir auf Dauer überlegen, dass wir diese drei Häuschen, die ja da sowieso rot sind, vielleicht den Dingens entziehen. Sag schon, hier wird ja auch die Straße nicht sauer gemacht, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie hinkommen, dass das funktioniert. Ich glaube, das können wir dann auch da wegreißen. Und die haben halt das Müllproblem, da fährt nie ein Müllwagen lang, weil wie soll der da hinkommen, ne? Man müsste diese Straße dann definitiv hier schon ändern. Aber das wollen wir ja nicht unbedingt, oder? Die wird hier dann einspurig. Ne, das lassen wir mal schön so, wie es ist. Wie sieht unser Bedarf aus? Wir bräuchten mehr Einwohner. Wir haben Geld 17.000, also nicht schlecht. Hier ist alles am Brennen hinten in unserem Waldgebiet. Und das ist schon der Wald am Brennen. Das ist ja ganz schlecht. Können wir da was tun? Der Feuerturm hier, der ist noch nicht freigeschaltet. Und wir müssten dann mal gucken, dass wir die Feuerwache hier hinten noch einsetzen. Ist hier überhaupt Feuerwache? Nee. Können wir hier Feuerwache irgendwo hinsetzen? Da wird's gehen, aber da wird das uns hier nichts bringen. Wie kriege ich das hier mit einer Feuerwache hin? Weiß gar nicht, das würde abgerissen werden. Ja, das ist... Ah, wir wollten hier oben diese Straße ja eigentlich noch darunter ziehen. Dann können wir das doch vielleicht machen, ne? Ist nur die Frage, was ist das für eine, die hier oben ist? Auf jeden Fall eine vierspurige, ne? Mit einem Mittelstreifen. Ne, dann wollten wir das mal hier mitmachen. So, lass das mal so sein. Und ne, wir müssen noch die eine Straße erstmal verbinden. Die soll hier lang gehen. Können wir mit diesem Randstreifen mal da dran setzen. Und dann machen wir schnell eine Feuerwache dahin. Falsch, richtig. Und zack. Und hoffen dann, dass die Feuerwache hier ein bisschen was mit dem Feuer machen kann. Mit dem Waldbrand ist natürlich ganz krass, ne? Alles verbrannte Erde. Fährt die denn schon irgendwo hin? Glaub nicht, ne? Was geht hier? Ah, das ist ein Feuerwehrwagen, ne?
Wo fährt er hin? Hm, keine Ahnung. Hier fängt es an zu brennen, oder? Und da ist der nächste Feuerwehrwagen. Okay, da geht jetzt vielleicht das Löschen los. Da laufen schon zwei Leute hin. Da ist der umgekommen? Kann das sein? Feuerwehrmann. Löschbrand, okay. Ah, der andere ist aber auch rausgekommen, ne? Sieht gut aus. Ich höre gar kein Lalülala. Jetzt laufen die da hin, oder? Was macht er denn hier? Ah, da kommt der nächste, der hat gedreht, okay. Okay, der Brand ist wohl gelöscht. Ja, ist nicht so toll, ne? Okay, hier, das in unserem Bereich hat sich das erledigt, aber hier ist natürlich noch der Waldbrand woanders. Ist jetzt nicht so schön, dass unser Waldgebiet kaputt geht, ne? Unsere Holzindustrie, die ist da doch betroffen von dann, ne? Da kommt zum Glück der nächste Wagen. Zwei hier schon. Okay, wollen wir hoffen, dass die das in den Griff kriegen. Wir brauchen Wohnraum, so wie das aussieht. Hier haben wir ja den Wohnraum schon soweit voll belegt. Wir können das ja mal gerade hier umschalten, dann sehen wir das. Ja, hier wäre dann noch mehr möglich, ne? Na, warte mal, wir machen das mal mit dem Kästchen erstmal, weil ich möchte hier in der Mitte ein bisschen was frei halten. Und vielleicht hier noch da. Hier noch da. Hier noch da. Und dann können wir das vollschütten. Das können wir vollschütten. Und so können wir auch vollschütten. Wasser hatten die doch da, ne, oder? Ja, da war noch auf der Seite Wasser. Gut. Wir müssten mal darüber nachdenken, unser Gebiet hier zu erweitern. Ist nur die Frage, in welche Richtung, ne? Ich denke mal hier. Müssen wir mal schauen. Dieses würde ich jetzt nicht so nehmen wollen, sondern eher dieses nehmen wollen. Ja, müssen wir mal gucken. Aber wir haben noch ein bisschen Platz. Den sollen wir erstmal noch nutzen, oder? Hier haben wir freigelassen für Ärzte und sowas, Schulen. Ja, gucken wir mal weiter. Strom ist noch da. Wasser ist okay. Müllabfuhr. Ja, Müllverarbeitung. Haben wir die eigentlich schon? Ich glaube nicht, ne? Nefe ist noch nicht. Verarbeitung, Verbrennung ist noch nicht am Laufen. Ja, Grundschulen sind ein bisschen knapp. Könnten mehr sein, ne? Müsste man hier irgendwo noch was hinbauen mit Grundschule? Ach so, das ist eine Mülldeponie, die wollen wir ja gar nicht. Wir wollen Schulen haben. Ja, hier wäre schon ganz cool, ne? Irgendwo eine hinzumachen, müsste natürlich ein anderes Haus für weichen. Würde ich jetzt aber nicht so schlimm ansehen. So viele müssen da weg. Das ist ja doof, dass so eine Schule so groß ist, ne? Ja, wo machst du sie hin, ne? So einen großen Einzugsbereich hat so eine Schule gar nicht. Was kostet denn der Spaß überhaupt? 10.000, wir haben 17. Ich glaube, wir ziehen die mal hier mehr hin nur. Da muss noch mehr weg. Da auch. Dann machen wir sie hier hin. Oder? Zack, eine Schule muss sein. Oberschule haben wir noch gar nicht. Da müssen wir jetzt mal langsam drüber nachdenken, vielleicht. Das heißt dann auch gut gebildet. Eine Bibliothek haben wir auch noch nichts. Wird ist erstmal
Weiter hier. Bürogebäude ist nicht. Gesundheit ist. Was haben wir denn hier? Achso, das ist noch die Schule. Wo ist denn Gesundheit? Ist da. Arztpraxis können wir uns auch leisten mit 10.000 wieder. War doch 10.000, ne? Ja. Ja, hier im Kern fehlt es auch wieder, ne? Dafür würden die beiden weichen müssen. Würde ich jetzt tendenziell favorisieren, dass wir die wegmachen, oder? Das wäre vielleicht nicht verkehrt, das zu tun, oder? Obwohl eigentlich, hier ist schlecht, ne? Aber eigentlich sind die an der grünen Straße, aber diese hier nicht, ne? Wenn ich die da hinsetze, kommen die grüne aber auch dahin noch. Ja, ich glaube, wir machen das hier hin, oder? Zack. Freuen die sich alle und wir haben dann arzttechnisch auch ein bisschen mehr versorgt. Was haben wir hier? Wohngebietsstufen, okay. Gewerbegebiete ist klar, Bürogebäude, Wohngebiet haben wir zweistufig schon, alles gut. Wind, ja, das Windkraftwerk, Windrad müssen wir mal überlegen, dass wir das da wegmachen und woanders hinsetzen, wäre vielleicht sinnig. Verkehrsaufkommen sieht noch relativ gut aus, bis auf diese Brücke, glaube ich. Ja, diese Brücke ist natürlich krass, das, auch hier oben beim Industriegebiet geht's natürlich auch schlecht zu, ne? Da müssten wir mal überlegen, dass wir das hier vielleicht anders gestalten. Ja. Oh, der Dingens, der Müllplatz da muss bearbeitet werden. Und dann sollen die da mal aufräumen. Jetzt kriegen wir da gleich ein Müllproblem. Hatten wir nur eine oder haben wir zwei? Ne, wir haben schon zwei, okay. Straßenverkehr war noch ein Problem. Okay, hier ist jetzt nicht so toll. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, in den Griff kriegen. Diese Straße ist schon relativ überlastet. Wir sollten gucken, dass wir vielleicht, ja, den Verkehr hier ein bisschen ableiten. Hier ist schwierig, ne? Da rechts ist schon eine vierspurige. Vielleicht hätten wir besser da auch eine vierspurige gemacht. Hier so, ne? Ja, müssen wir alles abreißen sozusagen, ne? Aber die nimmt mehr auf. Würde ich jetzt mal machen wollen. Da geht's nicht, weil da irgendwo ein Gebäude ist, was definitiv ein Arztgebäude oder sowas ist, ne? Okay. Oh, ist jetzt nicht mehr rot. Die Straße kann definitiv ja auch mehr aufnehmen, ne? Gut, was haben wir noch? Verschmutzung, klar, die ist da und hier oben natürlich ohne Ende, weil Industriegebiet. Da haben wir noch eine Müllkippe. Lärm ist natürlich hier in dem Industriegebiet auch klar. Dann hier bei den Windrädern. Das an dem Wohngebiet müssen wir mal gucken, dass wir es wegmachen. Hier ist die Straße am Krach machen. Feuerwehrabdeckung ist natürlich relativ schlecht. Nur in dem direkten Bereich der Feuerwehr ist es gut. Und hier oben haben wir auch noch was gemacht. Naja, gucken wir weiter. Robbery. Hier am Eingang der Stadt ist es noch schlecht. Und hier und da unten auch. Ja, die ist aber ziemlich zentral eigentlich, ne? Müsste man überlegen, hier vielleicht noch sowas hinzubauen. Okay, aber obwohl Geld wäre vielleicht sogar dafür da, ne? Ne, nicht ganz. 12.000 kostet es, das ist aber gleich erreicht. So, das wäre das. Würde ich jetzt tendenziell hier irgendwo hinsetzen wollen, ne? Machen wir mal. Die Stadt muss sicherer werden. Ja, da oben sind sie tatsächlich jetzt auch dann
am Freuen gewesen, da wo gerade überfallen wird. Ja, nächster Schritt wird definitiv eine Buslinie mal sein. Die müssen wir dann definitiv mal auch angehen. Aber wir können wahrscheinlich noch keins bauen. Nee, das, ach doch, könnten wir, wenn wir 30.000 hätten. Buslinie, okay. Ja, Busdepot brauchen wir dafür natürlich, ne? Busbahnhof, Busdepot. Auf jeden Fall brauchen wir das Busdepot. Müssen wir mal gucken. Bevölkerung, können wir sehen, wie viel wo wohnen. Ja, sehr schön. Ausgehende Verbindung, Export. Ne, das ist Import. Die importieren alle. Und wer exportiert? Alle exportieren. Was wird hier denn importiert, das ist die Frage. Waldprodukte oder Öl? Ja, ich glaube, Waldprodukte werden importiert. Müssen wir vielleicht hier unser Industriegebiet mal neu erschließen noch. Ja. Das ist der Bodenrichtwert. Am Wasser natürlich höher wie woanders, weil wer will dann ein schönes Platz denn am Wasser haben? Wir haben hier nur Grün, ne? Was anderes haben wir noch nicht. Ach, wir hatten mal darüber nachgedacht, dass wir hier irgendwo in den Agrarbereich kommen, oder wie war das? Aber das ist noch weit weg. Wir können dann eher dahin kommen. Hier unten wäre natürlich schon das Erz. Ist das Erz? Ja, das Erz. Aber ich weiß nicht, ob die nächste Kachel dahin kommen würde. Müsste man mal gerade gucken. Ja, doch, die hätte hier schon den Bereich, glaube ich, wo das Erz ist, oder? Ja. Also wäre es vielleicht sinnig, den unteren Bereich als nächstes zu erschließen, wenn. Um dann Erz dran zu kommen. Gut, das sind unsere Gebiete. Achso, wir haben da noch ein gar nicht kein Gebiet gemacht. Dann könnten wir da eigentlich noch ein neues Gebiet erstellen, Viertel. Stadtviertel farbig markieren. Hügelhöhen haben wir da. Naja, dann. Ich glaube, wir machen dieses hier nochmal zu den Hügelhöhen hin, weil das wird ja anders erschlossen dann, oder? Also gehört hier zu diesem Gebiet. Okay, na, das wollen wir wieder gerade machen. Dann haben wir das auch. Was haben wir hier? Freizeit? Gibt's hier Freizeit? Ja, irgendwelche Parks haben wir ja ein paar, aber nicht so wirklich dolle. Da. Parkgebiete haben wir nicht, öffentliche Bibliothek haben wir auch nicht. Was ist das? Geländehöhen? Okay, das ist bestimmt interessant. Wir sehen diese schicke Straße, die wir hier den Berg hochgebaut haben, die dann da wieder runter geht. Heizung haben wir hier oben nur. Da müssen wir mal dran arbeiten, dass das mehr wird, ne? Oh, Geld haben wir 16.000, aber wir wollen das Busdepot ein bisschen drauf sparen, ne? Straßeninstandsetzung haben wir noch nicht und Zustand, ach doch, Abdeckung, ja, weiß ich nicht, nee, haben wir noch nicht. Ach so, der Schnee ist hier, alles klar, da haben wir eine relativ gute Abdeckung für den Schnee, bis hier unten sozusagen geht's eigentlich. Hier ganz oben ist es schwach, aber das machen die auch schon noch mit. Fluchtwege haben wir nix, Funkabdeckung haben wir auch nix. Zerstörung ist wenig, ist gar nicht. Legende, da läuft das Wasser. Verkehrsrouten. Weiß gar nicht, warum der jetzt da angeklickt ist oder sowas. Aber naja. Was haben wir hier noch? Tourismus. Hier gibt es einen Laden, der macht was. Nachbarschaftsladen, der Tourismus, okay, hier ist noch einer. Auch ein Nachbarschaftsladen. Convention Shop. Noch einer. Hier ist ein kleiner Park, der von Touristen besucht wird. Und hier hinten gibt es keinen Strom mehr. Alles klar. Gut.
Und dann haben wir hier noch Touren, Einwohner und Touristen. Da müssen wir uns drum kümmern, ne? Dass die da von einem Park zum anderen kommen oder sowas mal. Und Parkpflege. Die ist aber grün. Ja, wir müssen gucken, dass das mit dem Strom besser wird, ja. Machen wir in der nächsten Folge. Gucken, dass wir aber die 30.000 noch irgendwie zusammenkriegen, dass wir das auch noch hinkriegen. Dass wir dann das Busdepot machen, damit die Leute auch hin und her fahren können. Alles klar, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es erstmal für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, schreibt was rein, was wir hier noch machen können. Und das Letzte wäre dann, das Video noch zu teilen. Finde ich super nett, wenn ihr das macht, dann kriegen andere mit, dass hier so ein Let's Play im City Skylines ist mit dem DLC Snowfall und das Ganze im Berchtesgadener Land stattfindet. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Wir können da so reinzoomen. SF andersrum kippen, ja. Und dann würde ich jetzt gerne mal die Karte drehen wollen. Und das da hinten ist der Watzmann, wenn ihr das wissen wollt. Hier vorne wird wahrscheinlich der Grünstein sein. Na, seht ihr, der große Watzmann, der kleine Watzmann. Hier kann man das sehr schön sehen. Und hier hinten geht es dann irgendwie zum Königssee. Und drehen wir mal so rum. Dann könnte hier irgendwo der Jänner noch sein oder sowas. Alles klar. Schöne Gegend da, muss ich sagen, ne? Ja, hier, keine Ahnung, was da ist. Da geht's nach Bischofshofen wahrscheinlich oder sowas. Hier ist irgendwo die Ramsau hinter versteckt oder so. Alles klar, würde ich sagen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.